Mein Name ist Björn Schinski, ich bin ein veganer Koch von vielen, habe mehrere Kochbücher geschrieben, hatte in Berlin zwei Restaurants, bin jetzt aber in den Bereich des Großküchen-Coachings gegangen, also ich coache sozusagen Köche in dem Bereich der veganen Ernährung. Also im Restaurant schaffst du es pro Tag, deine 60 Köche zu befriedigen, deine 60 Gäste zu befriedigen. Du sagst halt eben, okay, du hast 60 Menschen, die 60 Menschen essen, sagen halt, wow, war lecker gewesen. Ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein, sage ich. Ja, macht extrem viel Spaß, aber trotzdem ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn ich jetzt in die Großküche gehe, koche ich am Tag für 500 bis knapp 3000 Leute. Also es ist wirklich am Tag, so viele Leute koche ich dann vegan. Und das ist natürlich ein viel größerer Faktor. Und das Schöne ist, wenn ich dieses Coaching mache und die Köche motiviere, die Köche überzeuge, das weiterhin durchzuführen, gehe ich dann am nächsten Tag oder in der nächsten Woche in ein neues Unternehmen. Und die anderen Köche, die geschult wurden, kochen weiter vegan. Also bedeutet es ein Multiplikator vom Feinsten. Und das ist so ein bisschen meine Arbeit. Einerseits eben natürlich aus tierrechtlicher Sicht, aber eben auch den Köchen diese Werkzeuge in die Hand zu geben. Weil ein Standardkoch, der sich mit dem veganen Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat, für den ist es extrem schwierig zu wissen, welche Produkte gibt es, wie verarbeitet die Rohstoffe, welche Rohstoffe sind in der Großküche überhaupt möglich. Wir reden hier nicht von, wie braucht man einen Liter Sahne, sondern ich brauche mal 20 oder 50 Liter Sahne. Und das ist halt immer ganz schwierig dann für die Köche, das zu überschauen, was auf dem Markt an Produkten da ist, welche Produkte funktionieren. Und ihr könnt euch vorstellen, dass während der Arbeitszeit kaum Zeit da ist, halt mal die komplette Range zu bestellen und vor allen Dingen bestellen. Wo bestellen wir denn überhaupt vegane Produkte? Also das ist für Köche ein ganz großes Fragezeichen und das Fragezeichen versuche ich komplett zu eliminieren, versuche dann Lösungen und Möglichkeiten zu zeigen, wie sie das komplett umsetzen können. Also die Prognose in 5 Jahren ist für mich extrem schwierig, weil hätte mich irgendjemand vor 5 Jahren gefragt, was denkst du, wie sich vegan entwickelt, wäre ich nie im Traum drauf gekommen, dass wir jetzt dort hinkommen, wo wir gerade sind. Also ich sage immer ganz gern, vegan steht im Mittelpunkt der Gesellschaft. Wir müssen nicht mehr radikal sein, wir müssen nicht mehr extrem sein. Wir müssen in dem Moment eigentlich mit der Qualität, mit den Möglichkeiten kommen, von denen wir immer erzählt haben. Und wir erreichen die Menschen. Wir erreichen wirklich auch die Fleischesser, wir erreichen die Flexitarier, mag ich nicht so. Ich mag immer eher so, ich rede nicht von Flexitariern, sondern von Menschen mit bewusster Ernährung. So, und die erreichen wir jetzt schon, ohne Probleme, weil die Menschen halt offen sind vom Kopf her. In 5 bis 10 Jahren wird die vegane Lebensweise komplett normal sein, also wirklich komplett normal sein, nicht nur in der Gesellschaft angekommen, sondern wirklich komplett normal sein. Und ich gehe davon aus, dass in der Gastronomie jedes Restaurant, außer natürlich vielleicht das Steakhouse, obwohl eigentlich die Steakhäuser ja auch schon vegane Angebote haben, aber jedes Restaurant wird ein Angebot haben, vegan, wenn nicht sogar 50%. Also ich sehe das immer so, Studierendenwerke sind für mich so der Trendindikator. Also wir haben ein junges Publikum, wir haben das Publikum, was sozusagen aus dem Studium heraus in die Arbeitswelt geht und dann halt Geld verdient und später sozusagen auch, ich sag mal, einfach das einfordert, was sie halt kennen. Und das Studierendenwerk produziert jetzt schon 50% vegetarisch und davon ein sehr großer Anteil vegan. Also das ist so ein bisschen immer mein Indikator und das wird auch kommen. Das wird in der Gastronomie auch kommen und das merke ich ja auch aufhand der Anfragen, welche Unternehmen anfragen, ob es Gastronomie ist, ob es die Gemeinschaftspflege ist, ob große Unternehmen sind, die merken, wir haben so viele Mitarbeiter und wir merken, dass nach der Mittagspause immer so ein Formtief ist. Die Mitarbeiter sind träge, die Mitarbeiter sind unmotiviert und so weiter. Kann das vielleicht mit dem Essen zusammenhängen? Ja, kann das, ganz elementar sogar. Und das ist halt das ganz Wichtige, dass halt Unternehmen auch ihren Mitarbeitern gegenüber die Verpflichtung langsam spüren, dass sie halt die Menschen eben gesund ernähren, dass sie eben dort in dem Moment nicht nur die Menschen gesund ernähren, sondern auch, dass die Menschen effektiv produktiv sind. Und das hat sehr, sehr viel mit der Stimmung zu tun, aber auch sehr viel mit der Ernährung zu tun. Und das ist was immer mehr ankommt und was immer mehr funktioniert. Was ich immer sage, ist, nie missionieren. Bitte, missioniert nicht. Absolut gar nicht. Lebt euer Leben, zeigt, wie geil vegan ist, zeigt, wie geil vegan schmeckt, wie viel Spaß das bereitet und vor allem, wie gesund ihr euch fühlt. Weil alles andere funktioniert von ganz alleine. Also der Veganismus verbreitet sich von ganz alleine, weil es ist einfach geil, es schmeckt geil und es macht geil. Und das ist halt so das Tolle dran an dem Punkt, dass wir uns gar nicht irgendwie so groß irgendwie beschäftigen müssen, sondern wir müssen es selber leben, wir müssen es einfach nur ausstrahlen, dass es Spaß macht und dementsprechend werden wir alle anderen infizieren, die halt in unserer Umgebung sind. Deswegen, also mehr brauchen wir nicht machen.